herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog, Leute, aus dem Bruno. Nein, wir sind noch Bruno-Vlogs. Wir sind nur noch Bruno-Vlogs. So. Scheint ein neues, modernes Teil zu sein. Ja, wahrscheinlich. Also es ist Donnerstag inzwischen. Heute ist der 27. Mai und wir sind heute tatsächlich mal nicht nur zum Einkaufen unterwegs. Nee, wir bringen was zurück. Wir bringen was zurück, ja. Ja, wir bringen was zurück. Korrekt hier, Leute. Hier. Naked-Bestellung. Ich muss ja noch ein Teil zurückschicken. Ich habe tatsächlich nur das blaue Top behalten, ne? You know. Also wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, guckt meine Videos. Ja. So. Hat ja nicht gepasst. Ne? Ja. Status ist Dauerregen seit Tagen. Also es geht richtig an die Nerven. Ich rede mich weit raus, seit Wochen. Seit Wochen, ja. Es ist ganz, ganz schlimm, Leute, im Moment, ey. Bei wem noch, ne? Also wir hoffen jetzt mal ab Samstag auf ein bisschen besseres Wetter mit so mal wenigstens roundabout 20 Grad. Das wäre halt schön, weil wir hätten ganz gerne noch die Möglichkeit, irgendwann den Gemüsegarten anzupflanzen. Aber man muss halt sagen, wenn wir jetzt sowas wie die Tomaten ins Feld gesetzt hätten, die wären erledigt gewesen. Ne? Ja, Zucchinis, Gurken und so weiter, das würde gehen, aber Tomate. Boah, bei dem Regen, mein lieber Scholli, naja, egal. Eine Tomate habe ich tatsächlich hier umgepflanzt, weil mein Bruder hat heute Geburtstag. Und das heißt, ausnahmsweise mal wieder werden wir tatsächlich ein bisschen Quality Time mit der Familie verbringen. Ist ja auch erlaubt. Ist erlaubt, genau. Inzidenz ist in Ordnung hier bei uns. Ist ja sowieso, glaube ich, fast jetzt überall ziemlich gut. Und wir sind ja dann nur zwei Haushalte. Von daher passt das. Und Geschenke gibt es ja bei uns in der Family eigentlich schon seit ewigen Jahren nicht mehr wirklich. Aber ich finde es halt trotzdem immer ganz nett, wenn man was Kleines irgendwie in den Händen hat. Und ich dachte mir, bei denen auf Loggia, die haben so eine überdachte Terrasse, würde sich so eine Tomate Jansiot machen. Und ja, das hatten die auch schon mal die letzten Jahre. Und deswegen, ja, kriegen sie eine von Daniel selbst aufgezogene, gehegte und gepflegte Party-Tomate. Ja. Die wir dann hoffentlich noch mal in irgendwelchen Grillabenden dann Party sind zwar verboten, aber keine Party-Tomaten. Party-Tomate, ne? Ist Corona-konform. Also, ja. So. Jetzt hüpfe ich mal gerade in die Post rein und ja, das war es auf jeden Fall zu unserem Donnerstag erstmal. Hello Party People, es ist Samstag geworden. Wow, wir waren so massiv erfolgreich wieder mit diesem Vlog. Ihr seht, das Sofa ist interessanterweise abgedeckt, weil Happy ist seit gestern läufig. Er macht uns jetzt wieder drei Wochen Stress. Aber okay, so ist das. Und ihr seht, Wahnsinn, wir haben Sonne. Leute, gutes Wetter. Ich hoffe bei euch auch. Aber ich glaube, das sieht ja momentan richtig gut aus überall, dass endlich mal wieder richtig schönes Wetter da ist. Und Daniel und ich sind im Garten. Heute ist endlich der Tag der Tage. Wir setzen die Gemüsepflanzen ein. Ach, wir hätten nicht gedacht, dass das diese Saison noch irgendwann der Fall sein wird. Aber es ist soweit. Die Kartoffeln sind ja schon drin. Hatten wir euch ja im letzten Vlog erzählt. Heute ist auch wieder viel Gartenarbeit. Wir waren noch so im Überlegen, lassen wir den Vlog ausfallen, weil es irgendwie vielleicht nicht interessant genug ist. Aber ganz ehrlich, das ist auch unser Wochenhighlight hier, ne? Also viel mehr Besonderes ist in dieser Woche nicht passiert. Daniel ist schon fleißig. Wie schön machst du das, Schatz? Ist anstrengend, ne? Die Schulter machen wir immer noch Ärger. Oh, Daniel hat sich seine Schulter verlegen gestern Nacht. Ja. Hat noch ein bisschen Probleme. Ja, vorgestern, ne? Vorgestern schon, ne? Ja. Du kannst das auch nicht machen lassen, das da. Ja, das ist alles hier so fest gekrampelt. Ja. Aber jetzt haben wir es. Okay. Ja, und dann dachte ich gerade noch so, ach komm, das ist vielleicht noch mit der spannendste Teil einfach. Wenn der Gemüsegarten tatsächlich jetzt eingesetzt wird, wäre trotzdem irgendwie schade, wenn es im Vlog nicht drin ist. Und deswegen seht ihr einfach nochmal ganz viel Gartenarbeit, aber lehnt euch einfach zurück, genießt es und habt ein bisschen Spaß mit uns im Garten.
Leute. Die Laune wird gut zur Zeit. Die Laune wird besser. Ja, besser, Entschuldigung. Ja. Das heißt ja gut. Schmeckt die lecker. Schade, dass YouTube keinen Geruchssinn hat, ne? Weil, bei manchen Dingen wäre das Tomate, geil. Ne? Ich bin mit dem Plateau hier hoch und boah, das riecht schon so gut. So gut, ey. Ich freue mich so auf den Garten. Jetzt habe ich so voll Bock drauf. Ne? Ja, auf jeden Fall. Die ganze Voranzug und Pflege, Hegen, ist alles scheißegal. Jetzt geht's so ab hier. Ne? Richtig. Also wir haben jetzt schon gute 2 Stunden hier gewerkelt. Und das hier ist schon mal das Werk. Wir haben hier Mangold stehen. Wir haben 2x Gurke stehen. Einmal Tanja und einmal Phantom. Einmal Tanja, einmal Phantom. Phantom, Entschuldigung. Die Bohnen haben wir gesetzt, da sieht man logischerweise noch nichts. Die Wassermelonen. Die Wassermelonen, also die hier, der geht es noch nicht so gut, aber der da geht es schon besser. Wir haben dieses Jahr 5 Wassermelonenpflanzen, ne? Du kannst nicht richtig zählen. 6? Wenn auf dieser Seite 2 stehen und da stehen 3 und hier noch eine. Dann sind es 6. Okay, die Frau kann nicht zählen. Aber die stehen gerne so nah am Container, weil genau, der wird ja brüllend heiß im Sommer und Wassermelonen brauchen ja sehr viel Hitze. Das ist halt mega geil. Da können die hier alles zuwachsen, da verschwinden die Container hoffentlich und dann ist das geil. So, ja. Zucchini stehen 3 auf der anderen Seite, alles genau. Gemischt. Und hier steht auch Zucchini. Genau. Und hier drüben. Also bisher, wir kommen gut voran. Es läuft, würde ich sagen, ne? Es läuft gut. Also ich finde auch schön, dass man so durchmischt. Es ist einmal gelb, dann ist so eine gestreifte und eine so klassische, wie man aus dem Supermarkt kennt. Und dann ist hier vorne wieder, ich glaube, eine gelbe ist hier Ne? Ja, und wir dealen noch mit dem Nachbarn. Der schenkt uns noch eine runde Zucchini. Eine runde Zucchini und er und kriegt bekommt dafür dann eine normale grüne. Ja, eine größere, weil er hat eine runde. Und er sagt, ich kann die runde nicht weg. Und wir dealen noch mal Tomaten, haben wir gesagt, ja, ne? Ja, das haben wir auch gesagt. Richtig. Und hier, ja, Kartoffel kennt ihr ja schon. Kartoffelfeld ist ja eh schon. Aber das füllt, ne? Ja. Also als nächstes kommen jetzt die Buschbohnen rein. Also eine hat die Voranzug tatsächlich überlebt. Mhm. Die sieht sogar mega gut aus, Leute. Hier. Guck mal hier. Das ist die schöne Buschbohne. Das ist die Primavera, ne? Die hat gedacht, ich teile mir das. Kümmer so schon schön Blüten hier oben. Also das geil. Ist geil. Also hier machen wir jetzt 2 Reihen Buschbohnen, einmal gelb, einmal grün. Genau. Und die hier kommt vorne ran, damit man erkennt, was es ist. Und ja, ich denke, Unkraut und so. Genau. Ja, das läuft auf jeden Fall. Ich gehe euch jetzt nochmal einen frischen Akku holen, dass ihr nicht gleich irgendwann einfach abschaltet. Ne? Ja, wäre langweilig. Ne? Genau. Also und jetzt, ja, schön noch was sehen. Genau, jetzt kriegt ihr nochmal Musik und dürft im Schnelldurchlauf zuschauen. Ja, also lasst euch Zeit, Leute. Ne? Ja, lasst euch Zeit. Ich vorspule. Schatzi, wie ist das Wohlbefinden? Sehr gut. Sehr gut. Also obwohl die Pflanze ja so lange drin war, muss ich sagen, ich bin sehr begeistert davon. Ich glaube, ich mache das jetzt jedes Jahr so. Ja. Ich zeige euch mal kurz. Schaut's mal, so sieht's aus. Lassen natürlich jetzt alle ein bisschen die Köpfe hängen. Ne? Happy genießt auch den ganzen Tag schon. Ne? Und da kommen noch ein paar Kräuter rein. Aber das ist es jetzt im Prinzip. Wenn wir jetzt diesen Status quo, wie er jetzt ist, das ganze Jahr behalten können. Das wäre geil, das ne? Das wäre Hammer. Das wäre wirklich Hammer. Das wäre richtig super. Das mit dem Container, das lohnt sich auch schon richtig. Schon gut. Ja. Definitiv. Jo, schön vorsichtig. Nichts wird verschwendet hier. Oh, ein bisschen darf man schon. Ne? Bisschen, ne? Kommt ja aus der unendlichen Quelle. Ja. Hast du sowas, ja? Ja. Okay. Deine gießt jetzt noch ein bisschen. Ich muss aber gestehen, also wir sind jetzt. Moment, ich guck mal gerade auf die Uhr. Fast 6 Stunden in der prallen Sonne, immer nur mal mit kurzen Unterbrechungen, wenn ein paar Wolken aufgezogen sind. Ich bin gespannt. Also ich bin auf jeden Fall schon richtig kaputt. Ich glaube, Daniel zwar auch. Ja, es geht aber. Wir haben ein bisschen Farbe gekriegt, trotz all Sonnenschutz natürlich. Aber Sonnenschutz, Haut meinst du? Ja, du. Ich habe Sonnenschutz drauf, immer. Und ja, war auf jeden Fall
ein guter Tag, muss man sagen. Jetzt machen wir unten noch ein paar Kürbisse, Leute. Und dann haben wir es geschafft. Ja, und Physalis. Und Physalis, genau. Physalis. Balken. Ich weiß nicht, ob das die beste. Wir sehen so aus wie die Daltons. Wir sehen ein bisschen komisch aus, aber das ist ja gerade, wie die Sonne steht. Wir können das auch umsetzen. Ne? Wir können es auch einfach lassen. Ich habe hier sogar da die Kamera. Die Kamera. Aber wir können es auch einfach lassen. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay. Okay? Für heute ist okay. Und für heute ist okay. Ja. Also Leute, wir hoffen, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall over and out. Heute gibt es noch Bollo von gestern. Ja, und irgendwas Neues noch. Ja, und irgendwas noch dazu. Ich bin jetzt kaputt, ne? Ja, ich bin jetzt auch kaputt. Ich freue mich jetzt nur noch auf eine Dusche. Die freue ich mich auch. Und dann auf einen gemütlichen Abend. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist geil. Aber sonst vom Garten, ey, das ist mega geil. Der Garten ist so schön, Leute. Ich hätte im Endeffekt gedacht, dass all die Pflanzen locker da reinpassen würden dieses Jahr, weil ja auch eine ganz andere Kultur teilweise angesetzt worden ist. Aber wir müssen ja sagen, wir haben sogar mehr, weil wir ja auch die andere Seite noch haben. Richtig. Also wir haben ja wirklich noch deutlich mehr. Sozusagen. Ja, aber es ist gut, dass wir die Seite auch gemacht haben. Jetzt ist das Grundstück wirklich richtig schön. Und dann im Sommer reißt man das ganze Grundstück wieder auf, ne? Was? Ja, wir wollten ja noch einen Weg machen. Du wolltest noch einen Weg machen, ja. Da war was. Oh mein Gott. Dann hat noch mal ein Jahr ein schönes Grundstück. Aber es wird nachher noch schön. Ja, es wird halt immer erstmal schlimmer, bevor es schöner wird. Weil man muss ja sagen, ne? Also die Preise jetzt für die Sanierung, ich habe da nicht so viel Lust drauf, die zu bezahlen. Und nee. Steine habe ich hier tonnenweise rumliegen. Steine haben wir noch ein paar, ne? Hier da hinten. Können wir locker mal ein paar Wege bauen in der Zwischenzeit. Vielleicht fallen die Preise ja irgendwann wieder. Und wenn nicht, dann müssen wir halt dafür zahlen. Müssen wir halt gucken, genau, wie es weitergeht. Verkaufen die Bude, fertig. Nein. Nein, machen wir auch nicht. Es ist viel zu viel schön hier. Viel zu viel schön. Finde ich auch. So, ja. Leute, wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall ebenfalls einen wunderschönen sonnigen Sonntag hoffentlich. Genießt das Wetter, sofern ihr könnt. Und bis nächste Woche. Ja. Da haben wir Livestream. Nächste Woche. Nächste Woche haben wir tatsächlich Livestream. Sonntagsfrühstück. Machen wir ab 10 Uhr. Ab 10 Uhr, wie das letzte Mal, ne? Wie letztes Mal, ja. Also schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wer dabei ist. Weil richtig, schreibt mal rein. Wir so abschätzen können. Genau. Das wäre cool. Und dann machen wir dazu aber nochmal einen Post, ne? Kündigen so wir nochmal an. So, auf Instagram. Also dort folgen, ne? So alles weiter. Klar. Also, Goodie. Tschüss.